Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Seibold und ich bin Heilpraktiker und ich möchte den Zuschauern gerne mal den Blutegel näher bringen. Was ist ein Blutegel und was macht er eigentlich so am Menschen? Ja? Und heute ist Christina hier und Christina interessiert sich für Blutegel und möchte da ein bisschen mehr darüber erfahren. Und da haben wir einfach mal beschlossen, dass wir den Blutegel hier nicht nur mal zeigen, sondern auch mal in die Hand nehmen und auch mal auf die Haut auflegen und mal schauen, was dieses Tierchen da so macht. Ja? Also hier kann man jetzt sehr schön erkennen, wie so ein Blutegel sich fortbewegt an Land. Hier hat er einen Saugnapf und vorne hat er auch einen Saugnapf. Das heißt, am hinteren Ende kann er sich festhalten, am vorderen auch, aber mit dem vorderen tastet er, wo er etwas finden kann oder wo er sich festhalten kann und dann hält er sich vorne fest und lässt hinten wieder los und bewegt sich wie so eine Raupe voran. Hast du? Ja. So, und jetzt sucht er, was er da so machen könnte. Hier sieht man, hinten hält er sich fest, vorne findet er seinen Weg und jetzt schaue ich mal, ob ich ihn auf meine Hand locken kann, dass er sich hier vorne auch mal festhalten kann. So, jetzt hat er sich vorne festgehalten, ja, und jetzt sucht er weiter. Hier, sieht man. Ja, und jetzt möchte ich ihn da wieder reinhaben, bevor er auf dumme Ideen kommt, und schon schwimmt er weiter. Und wenn man die so ein bisschen schwimmen lassen kann, dann sieht man, die bewegen sich wie so ein Delfin voran. Die schlängeln sich. Sich vorne natürlich auch festhalten kann. Ja? So, jetzt versuche ich ihn mal da so ein bisschen auf meine Hand zu bewegen. Da hat er jetzt überhaupt kein Interesse an mir. Go. Christina, möchtest du das, was ich eben schon mal gemacht habe, dass ich den Blutegel auf der Hand hatte, jetzt mal selber ausprobieren? Ja. Ja, du brauchst also da keine Angst haben, dass er sich sofort auf dich stürzt und dich aussaugt. Sobald man ihn so ein bisschen in Bewegung hält, die Hälfte natürlich dabei, dann hat er gar nicht die Muße. Wie gesagt, sind sehr sensible Tiere. Mhm. Und wenn die immer gestört werden, dann sind die eher beißunlustig. Ja? Okay. Okay? Dann holen wir doch mal einen raus, oder? Ja. So, Christina, holen wir mal einen raus aus seinem Gläschen hier. Mal schauen, was der hier so dazu sagt. Ja, der will schon mit. So, und jetzt schauen wir gleich mal, dass der so ein bisschen in Bewegung bleibt. So. Ja, lass ihn mal zu dir rüberkrabbeln oder ich lasse ihn mal rüberplumpsen hier. So, und jetzt sucht er erstmal. So, wissen wir jetzt nicht, was er sucht. Will er weg oder sucht er eine Stelle, wo er schön anbeißen könnte? Ja. Das ist ein sehr kleiner Blutegel. Mhm. So, wie du sehen kannst, der stürzt sich nicht sofort auf sein Opfer, sondern erkundet erstmal so die Landschaft. Was ist denn da eigentlich los? Vielleicht ist ihm das auch ein bisschen unbehaglich. Wann nehme ich denn so Blutegel, wenn es sowas angezeigt? Also grundsätzlich kann man sagen, dass ein Blutegel bei vielen Krankheiten helfen kann. Ja, so in der Menschheitsgeschichte wurde der auch bei den unterschiedlichen Krankheitsbildern benutzt, weil er einfach eine heilende Wirkung auf den Organismus hat. Jetzt kann man das ein bisschen einschränken, wenn man sagt, die neuesten Studienergebnisse, ja, die man gemacht hat, auch in Deutschland zum Beispiel, da habe ich auch ein paar Links auf meiner Homepage für die Zuschauer. Beim Tennisellenbogen hat man festgestellt, dass oft eine einmalige Anwendung hilft, um die Beweglichkeit
zu verbessern, den Schmerz deutlich zu reduzieren, also dass eine Heilung einsetzt. Bei der Kniegelenksarthrose ist es gut bewiesen inzwischen sogar, oder bei Venenleiden zum Beispiel, wo es oftmals schon eingesetzt. Was ich selbst oft auch erlebt habe, ist bei diesen oberflächlichen Venenentzündungen, die sehr langsam sich zurückbilden, dass da eine blutige Anwendung schon helfen kann, dass das ganz deutlich zurückgeht und abheilt. Also es gibt ganz, ganz viele Einsätze oder Einsatzmöglichkeiten für diese Blutegel. Das muss man im Einzelfall dann abklären. Also wo ich sie gerne benutze, ist halt bei so chronischen Krankheiten, die schlecht zu behandeln sind, um einfach mal dem Körper diesen Reiz zu geben. Ja, der Blutegel, der hat ganz viele Wirkungen. Eine dieser Wirkungen, die man vielleicht so ein bisschen analysieren kann, ist, dass man so einen kleinen Aderlass hat. Das heißt, das ganze Gewebe fängt an, sich vom Flüssigkeitshaushalt zu verändern. Die Lymphe wird angeregt, beziehungsweise der Körper hat an der Stelle eine bessere Immunreaktion. Das wird oft zurückgeführt an die Inhaltsstoffe dieses Blutegelspeichels, nennt man Saliva, da sind ganz viele Stoffe drin. Nur das sind halt einfach solche technischen und chemischen Betrachtungsweisen, die werden aber wie in der Pflanzenheilkunde dieser Wirkungsweise meiner Ansicht gar nicht so richtig gerecht. Weil es ist das Tier, das heilt, und man konnte Menschen, die viel in der Natur verbringen, haben schon beobachtet, dass Tiere, die Probleme haben, Gelenkprobleme haben, ins Wasser gehen, ja, und sich beißen lassen, und dass es denen dann nachher besser geht. Ja? Das gab's schon. So, Christina, wollen wir loslegen? Ja. Ja, hast du das auch ganz genau überlegt? Mhm. Christina, jetzt nehmen wir unseren freundlich Blutegel und schauen mal, ob der Lust hat, den zu beißen. Ja? So, ganz ruhig ist er. Jetzt nehmen wir ihn hier mal entspannt raus. Ja. Ich lasse ihn auch direkt hier hinkrabbeln. Jetzt nicht so viel machen. Ne? Jetzt habe ich hier nochmal so eine sterile Blutlanzette, da piekse ich dich gleich an. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Mhm. Ein kleiner Piekser und dann kommt ein Tröpfchen Blut und das sollte ihn eigentlich beißfreudig machen. Ja? Mhm. Wenn das dann nicht passiert, dann können wir es vergessen. Ja? So, jetzt nehmen wir mal ab. So, hier sieht man schon. Jetzt nehmen wir mal diese Blutlanzette. So, gib ihn mir mal her. So, jetzt gibt es mal ein ganz kleines Piekslein. Ja? Mhm. Und dann schauen wir mal, dass hier ein bisschen Blut kommt. So. Und dann schauen wir mal, was er dazu sagt. Und das scheint ihm zu gefallen. Jetzt macht er sich rund. Jawohl. Und das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Ja. Ah ja, jetzt piekt's so ein bisschen. Jetzt piekst wieder weiter. Kannst du dieses Pieksen beschreiben? Mhm. Tut das weh? Nee, das piekst halt. So würde ich jetzt nicht wissen, was da ein Blutegel ist, dann würde ich wahrscheinlich denken, da ist jetzt, das ist meine Mücke dran. Ah, okay. Aber also es ist schon ein bisschen stärker, aber es tut echt nicht weh. So, und es kommt gerade immer wieder so ein bisschen Pieksen. Mhm. Ja, der hat so drei Zahnreihen, die sehen so aus nachher wie so ein Mercedes-Stern mit ganz, ganz feinen Zähnchen, ganz, ganz klein. Mhm. Und damit sägt der sich so durch die Haut, bis er eine Ader erwischt, so eine kleine, ne? Und bis er das Blut hat. Ja, und dann bleibt er da. Und dann jetzt kommt auch sein Stoff rein, der wirkt auch so ein bisschen betäubend, der möchte ja gar nicht entdeckt werden. Wenn du jetzt draußen wärst im Wasser, würdest du es gar nicht merken, weil du eh in Bewegung bist. Mhm. Ja? Da ist es so ein kleiner Pieks, den du gar nicht registrierst. Mhm. Ja? Und dann kann er unerkannt, unbemerkt, kann er dann anfangen zu saugen. Dabei.
damit er jetzt nicht einschläft, kann ich ihn immer noch mal so ein bisschen mit einem mit Wasser betupften Finger so ein bisschen in Aktion halten. Weil die pennen dann gerne mal ein. Ja, und so streichle ich ihn dann so ein bisschen, um ihn munter zu halten. In der Natur würdest du dich bewegen und hättest eh Aktion. Und dann würde der schon schauen, dass er am Ball bleibt, ja, bevor du aus dem Wasser rausgehst oder ihn entdeckst. Und das stimuliere ich jetzt hier so ein bisschen, ja, indem ich ihn einfach so ein bisschen in Aktion halte. Christina, wie fühlst du dich? Gut, entspannt und gut. Er hat jetzt sich schon auf die dreifache Größe vergrößert. Puh. Und ist da richtig am Arbeiten. Wunderbar. Wie fühlt sich dein Knie an? Das hat, also diese pumpende Bewegung von dem Egel, die überträgt sich so aufs Knie. Mhm. Das ist, fühlt sich ein bisschen ja, irgendwie abgefahren an. Also schon. Aber es fühlt sich gut an. Das ist. Ja. So, und hier kann man jetzt wunderbar sehen, wenn er so richtig saugt, dass er seinen ganzen Körper pumpt, um das weiter zu transportieren. Hier. Und das ist ein gutes Zeichen. Jetzt arbeitet er richtig. Ja, jetzt haben wir ihn so ein bisschen stimuliert, damit er nicht einschläft. Und jetzt sieht man so richtig wellenförmige Bewegungen in seinem Körper. Ja, das unterstützt ihn beim Saugen. Okay. Ich spüre jetzt ein Kribbeln. Einmal natürlich direkt hier an der Stelle. Dann geht das aber auch hier so ein bisschen in das Knie rein. Und hier ein bisschen hoch und hier ein bisschen runter. Dann spüre ich manchmal so ein Pieksen an der Bissstelle, wo er sitzt, aber gerade nicht. Ja, aber es tut nicht weh. Also es ist. Hier kann man jetzt nochmal sehr schön sehen, wie er jetzt hinten auch eher losgelassen hat. Vorher hat er sich so ein bisschen festgesaugt und zusammengekrümmt. Und jetzt langsam lässt er hinten los, damit er einfach entspannter ist und mehr Platz hat in seinem Magen. Der Magen nimmt ja den größten Teil seines Körpers ein und der Darm ist ganz dünn. Ja, der hat auch lange Zeit zu verdauen, aber der Magen ist das Wichtige. Ja, und damit da ordentlich Platz ist, lässt er jetzt wahrscheinlich nachher sogar ein bisschen los und hängt dann ganz entspannt runter. Kann man das in der Kamera jetzt schon sehen? Schau mal, Christina, hier ist jetzt schon zu sehen, dass hier sich Flüssigkeit bildet, genau. Und das ist deine Blutflüssigkeit, dieses Wasser aus dem Blut, das er jetzt ausscheidet. Mhm. Weil er möchte ja nicht prall sein bis zum geht nicht mehr. Er versucht jetzt dieses Blut schon zu reduzieren. Mhm. Ja, und das schwitzt er jetzt aus. Und das läuft. So, und jetzt wurde es ihm langsam zu anstrengend. Jetzt hat er hinten losgelassen. Ja, man sieht, der ist also locker auf das Dreifache jetzt angestiegen. Jetzt kann ich ihm dann noch so ein bisschen helfen. Ja, weil er muss ja jetzt seinen schweren Körper festhalten. Ja? Und das wäre dann der Moment, wo er dann irgendwann loslässt, weil es ihm zu anstrengend wird. Aha. Jetzt können wir aber, jetzt lässt er los. Da sieht man. So, flupp, jetzt hat er losgelassen. Ja? So, das war's. Und jetzt werde ich ihn nochmal hier ein bisschen aufnehmen. Ja? Und hier in das Glas buxieren. So. Da sieht man ja, wie groß er jetzt ist. Hier sieht man schön, wie das anfängt zu bluten. Und das ist genau diese Wirkung, die wir auch mithaben wollen. Ja? Das wird jetzt viele Stunden nochmal nachbluten. Und das ist eine gute Wirkung, weil dadurch der ganze Stoffwechsel angeregt wird. Ja? So. Sieht man, das blutet nach und blutet nach. Ja? Und das viele Stunden lang. Ja? So, und so nach 6 bis 12 Stunden wird das dann langsam aufhören. Das heißt, Christina muss den Verband nochmal wechseln. Und hier sieht man nochmal ganz genau, hier kann die Wunde sich gar nicht infizieren, weil kein Erreger rein kann, weil es ja die ganze Zeit rausblutet. Ja? Das ist eine von diesen wichtigen Wirkungen, die wir dabei haben. So, jetzt muss ich natürlich genug Verbandsmaterial da drauf packen, dass das schön aufgesogen wird. Man kann auch
Damenbinden dazu nehmen, weil die sehr saugkräftig sind. Jetzt fixiere ich das mit einem hautfreundlichen Pflaster. Und hier sieht man, dass dieser Blutegel jetzt gar nicht mehr so quicklebendig ist. Ja, der würde jetzt ins Wasser zurückschlüpfen und würde jetzt erstmal sich ein Plätzchen suchen, wo er sich da mal ein paar Tage ausruhen kann. Weil jetzt ist er natürlich sehr angreifbar. Ja, jetzt ist er einfach mit Verdauung beschäftigt. Und jetzt haben wir auch gesehen, dass er das Blut gut vertragen hat. Wenn er das Blut nicht gut vertragen hätte, dann hätte er sich vielleicht auch schon erbrochen. Du bist mit dem Verband versorgt. Was sagst du? Was fällt dir ein? Was geht durch deinen Kopf? War auf jeden Fall interessant, das mal erlebt zu haben jetzt. So, ich hatte das schon öfter davon gehört und das aber bisher noch nicht selbst an mir erlebt. Hast du denn jetzt irgendwelche Scheu, irgendwelche Ekelabneigung, sonst irgendwas, nachdem wir das zusammen gemacht haben? Die Wunde ist jetzt verbunden, blutet jetzt stark nach, das wollen wir auch. Ja, viel trinken ist natürlich wichtig. Der Verband muss dann nochmal gewechselt werden. Du kannst da auch gerne eine Damenbinde drauf machen. Ich gebe dir aber auch Verbandsmaterial mit, so dass du innerhalb der nächsten Stunden, wahrscheinlich brauchst du es früher schon, hier sieht man schon, da kommt ein bisschen Blut durch, nochmal einen Verbandswechsel machst, sobald er vollgesaugt ist. Und rechne damit, dass das bis zu 10-12 Stunden dauern kann. Ja, es wird dann im Laufe der Stunden ein bisschen weniger, aber dass du auf jeden Fall dann nochmal die nächsten 1-2 Stunden nachguckst, eventuell den Verband wechselst, abends auch nochmal wechselst. Und ja, wenn irgendwas ist, es wird wahrscheinlich zu jucken anfangen, das ist auch eine Heilungswirkung, die da einsetzt. Bitte nicht kratzen, ja? Genieß es, dass sich da was tut im Knie. Ja, weil wenn sich mal eine Wunde infiziert, dann liegt es meistens daran, dass die Menschen mit dreckigen Fingern sich kratzen. Und dann kann es natürlich zu einer Wundinfektion kommen. Christina, dann lass uns mal bei dem Blutegel bedanken, dass er sich so freundlich zur Verfügung gestellt hat für diese Demonstration. Und was mache ich mit dem Blutegel jetzt? Das ist so ein bisschen ein blödes Thema, weil unser Gesetzgeber hat aus ihm ein Arzneimittel gemacht und Arzneimittel müssen nach diesem Einsatz auch vernichtet werden. Und dementsprechend darf ich ihn jetzt nicht weiterleben lassen oder aussetzen gar. Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich ihn einfrieren werde. Man berichtet von Menschen, die fast erfroren worden oder fast erfroren sind, nicht erfroren worden sind, dass es ein bisschen wie Einschlafen ist. Und Blutegel kennen das auch in der Natur. Es wird im Winter mal richtig kalt und dann kann es schon mal sein, dass so ein Blutegel einfriert. Finde ich für eine sehr, sehr gute Lösung, wenn wir ihn schon töten müssen. Dann möglichst auf eine sanfte Art und Weise. Ich habe auch dafür Sorge getragen, dass wir hier keine Sonderangebot-Ramsch-Aktion draus machen, weil ich es schrecklich finde, wenn wir Tiere nicht mit, oder Tieren nicht mit Respekt begegnen und so. Ist die Blutegel-Kalkulation natürlich kein Sonderangebot, sondern man muss vernünftiges Geld dafür bezahlen, wenn man sich dafür entscheidet und sollte dann auch den gehörigen Respekt dazu haben. Das heißt, ich mache das nicht hier wie am Fließband, weil mir das auch wirklich zu schade für die Tiere ist. Also danke dem Blutegel, danke Christina, dass du bereit warst, hier mitzumachen und den Leuten mal zu zeigen, wie sowas funktioniert. Und danke auch an unseren Kameramann, dass er das Ganze hier mit schönen Bildern angefangen hat. Und bei Interesse, wenn ihr, liebe Zuschauer, noch weitere Fragen habt, was ist eine Blutegeltherapie, wo kommt der her, was für Indikationen, Wirkungsweisen und so weiter,
Ich habe auf meiner Seite www.heilpraktiker-seibold.de einige Links und nähere Informationen und auch einen Buchtipp. Und dort, jetzt guckt er doch mal, was so los ist. Und dort kann man sich mal ein bisschen schlau machen über die Hintergründe. Und wer mal eine Therapie möchte, der wende sich an einen Therapeuten seiner Wahl, um dort zu erfragen, ob das dort stattfinden kann und unter welchen Bedingungen. Und somit wünsche ich eine schöne Zeit. Vielen Dank. Ich glaube, so ist das gut, ne?